Es ist ein atemberaubendes Spektakel am Himmel. Polarlichter. So wie hier in Neustadt an der Donau sah es in vielen Orten in Bayern aus. Polarlichter entstehen durch einen Sonnensturm. Die Sonne schleudert Teilchen in die Erdatmosphäre und die leuchten dann, je mehr, desto heller. Die Astrophysikerin Daniela Dorner von der Uni Würzburg erklärt, warum auch wir in Bayern dieses Naturschauspiel sehen. Das hängt zusammen mit dem Erdmagnetfeld in Kombination mit der Stärke des Sonnensturms. Das heißt, es kommen kontinuierlich von der Sonne Teilchen auf die Erde. Und momentan kommen da sehr, sehr viele und es ist ein sehr starker Druck, wodurch sich das Erdmagnetfeld verbiegt. Und dadurch können die Polarlichter bis so weit in den Süden runter zu sehen sein. Am Wochenende könnte es ein zweites Naturschauspiel am Himmel geben. Der Komet C2023A3 ist nur 70 Millionen Kilometer von uns entfernt. Also so nah, dass wir ihn sehen können. Erstmal ist ja so ein Komet einfach nur so ein Klumpen Gestein im Weltall. Wenn der sich aber entlang seiner Laufbahn auf die Sonne zubewegt, wird zum einen nach hinten Materie weggedrückt, das ist dann dieser Schweif. Und zum anderen leuchtet die Sonne dieses Material an. Und nur dadurch können wir es dann überhaupt sehen. Der sogenannte KP-Wert zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, Polarlichter zu sehen. Der maximale Wert ist 9. Für heute Nacht ist in Bayern ein Wert von über 8 vorausgesagt. Heißt also, der Himmel könnte irgendwo erneut leuchten.